kann schon verstehen, wenn uns Frauen ein bisschen schlecht behandeln und diese ganze Wut bei uns abladen. Ich kann schon ein bisschen verstehen. Aber dass sie das vor Besuch machen oder vor Kindern, das kann ich nicht akzeptieren und fertig. Ich sage immer meine Frau, bitte, wenn Besuch da, wenn Kinder da, Ruhe bewahren. Und wenn die weg, kannst du machen, was du willst. Ich schön dran gewohnt. Meine Haut, wie fell von einer Löwe. Kannst du Peitsche nehmen, nachher und schlagen, mir egal. Aber bitte nie vor Besuch, vor Kinder, weißt du. Aber nein, die dann noch mehr Mut bekommen, weißt du, die will zeigen, dass sie zu Hause zum Sagen haben, weißt du, dass die dominant zu Hause, weißt du. Und das nervt mich so, das kann ich gar nicht erzählen. Oder vor Kindern. Ich sage, Schatzi, warum vor Kindern? Lass du es Kinder schlafen, dann kannst du machen, was du willst. Nein. Nein, die Kinder müssen es auch hören. Ja, aber wenn deine Sohn morgen eine heiratet, so wie du, die ihn anschreien und schlecht behandeln, was du dann sagen, habe ich gesagt. Was sagen du dann? Du sagen bestimmt, guck mal diese Hexe, guck mal, was er geheiratet. Lieber gar nichts heiraten, als sowas nach Hause bringen, oder habe ich gesagt. Aber keine Wort sagen. Katastrophe diese, Katastrophe.